Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Basti zockt Minecraft und ich muss sagen, wir machen einen kleinen Rückzug, da mir, ich hab's vergessen wieder, wer es war, aber es war, glaube ich, wenn ich es falsch sage, dann tut's mir leid, der Mauszucker. Er findet die Idee gut mit den Dingsens hier, aber ich muss seiner Idee zustimmen, ich hätte hier auch lieber solche Treppen, die dann hier als Stützen fungieren, sozusagen. Und das werden wir auch gleich mal machen. Die Treppen muss ich mal gucken, wann ich die crafte. Aber hier die Seite kann ich schon mal ein bisschen weitermachen. So, einmal hier noch. Dann kann nämlich hier das ganze Gedöns so, einmal zack, zack. Ja, das passt. Hier kommen dann die Türe rein. Das heißt so. Juhu, das funktioniert. So, machen wir einfach gleich mal weiter hier mit unserem Sandburg-Bau. Und sie wird von Mal zu Mal burgiger, hat jemand geschrieben. Weiß auch wieder nicht, wer es war, aber das ist ja auch egal. Ich muss nicht wirklich jeden erwähnen. Ja. Ich finde es sowieso schon cool, dass so viele Kommentare schreiben und so. Wir haben nicht mehr viel Sand, fällt mir gerade auf. Ja, ich nehme diese Folge jetzt gerade auf um, 20.16 Uhr, glaube ich, ist es. Und ich beeile mich ein bisschen, weil, was heißt ich beeile mich? Ich nehme einfach 15 Minuten auf und will so viel wie möglich schaffen, weil es kommt jetzt bald in Dortmund und dieses will ich nicht verpassen. Um 20.05 Uhr, scheiße. Egal. So, das heißt dann hier oben kommt das alles hin. So. Und dann kann ich hier ganz gechillt. Hier kommen die Treppen hin, habe ich auf jeden Fall beschlossen. Aus Tropenholz. Ich finde, das Tropenholz passt hier wunderbar dazu. Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Ich würde sagen, ich mache die jetzt noch nicht alle fertig hier. Wir gehen rüber in den Dschungel. Nein, natürlich, egal. Wupp. Wir gehen in den Dschungel und fällen ein bisschen Tropenholz. Und ich muss jetzt gleich mal sagen, es hat jemand geschrieben, kommt da in den Graben noch was rein? Hallo, ich bin noch nicht fertig. Sehe so aus, als ob ich schon fertig wäre? Nein. Also, da kommt auf jeden Fall noch was rein. Mach dir keine Gedanken. Dieses Holz da will ich. Genau dieses Holz. This Holz is what I want. Und das habe ich auch gerade gesehen. Da ist so eine kleine Höhle. Vielleicht machen wir da auch mal kurz so einen kleinen Abschuss. Nein, nicht Abschuss. Abstecher heißt. Abstecher rein. Hallo, hier ist der Basti. Oh, hier geht's tiefer rein in die Höhle. Die merken wir uns mal. Mir fällt gerade auf, ich habe die falsche Minecraft-Jar. Ich habe die drin mit... Habe ich jetzt... Das ist doch Tropenholz, oder? Yep, das ist Tropenholz. Aber habe ich auch dann einen Droppen-Setzling? Nee, wieso bekomme ich einen Eichensetzling, wenn ich Droppen abgebaut habe? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, ihr versteht's auch nicht, oder? Komisch. Sehr, sehr komisch. Ist das hier dann überhaupt Droppenholz? Ja, das ist Droppenholz. Die nehmen wir alle noch mit, die brauchen wir alle noch. Oh, mir ist jetzt gerade ziemlich warm. Ich glaube, ich sollte wieder in Boxershorts zocken. Das kommt, Nein, das war wieder Spaß, Mann. Das war nur die eine Folge. Die eine Folge hieß, glaube ich, Zocken in Boxershorts und die andere hieß Zocken in mit Bier. Und da habt ihr auch ja reichlich hier geantwortet. Fand ich ziemlich cool. Mal gucken, was könnte ich dieses Mal so fragen. Was fällt mir denn jetzt gerade spontan ein?
Ein paar Sachen brauche ich nicht fragen, wie zum Beispiel, wie alt ihr seid. Das muss ich nicht fragen, weil ich das eh weiß. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil ich habe hier die Analytics von YouTube und die sagen mir alles aus. Ich habe 20% weibliche Zuschauer und jetzt mal einen Applaus an die weiblichen Zuschauer. Finde ich richtig geil. Also als sie vor einiger Zeit, vor nicht allzu langer Zeit, da war eine Biene sehr bekannt. Oh, scheiße. Ja, und da hatte ich noch, keine Ahnung, eben nicht so viele weibliche Zuschauer. Da waren es, glaube ich, nur 8%. Und ich muss sagen, ich finde es richtig geil, dass ihr jetzt so zugelegt habt, Ladies. Also nicht vom Gewicht her, ich hoffe, ihr versteht mich da richtig, sondern, ja, da muss man die Zweideutigkeiten manchmal aus dem Weg schaffen, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Und ja, deswegen, also ich finde es richtig cool, dass ihr so zugelegt... Jetzt habe ich schon wieder gesagt, scheiße. Ja. Weiter so, mehr weibliche Zuschauer, es wäre cool, wenn es 50-50 wäre. So, wupp, hat geklappt. Dann mache ich jetzt wupp, 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 wupp. Wop, 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 wop. So, dann können wir gleich mal gucken. Guck, das sieht jetzt viel cooler aus. Danke an den Mauszocker, wenn er das war. Wenn er es nicht war, trotzdem danke an denjenigen, der das mir gesagt hat. Ich glaube, er war's. Er war's zu 100 Pro. Ja. Sodele. Dann gehen wir einmal jetzt hier quer durch. So gut wie es geht, bis hierhin. Wop, 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 wop. Ja, das passt. So kommen wir sicher auf die andere Seite. So, und dann kommt hier eine Slab. Habe ich noch einen? Nein, habe ich nicht. Schade. Aber ich kann natürlich die hier verwenden. Ne, erst die da. So, so. Ja, gut, ich wollte ja fragen, eine Frage stellen, die ihr dann in den Kommentaren... Alter, ich fühle mich verarscht. So, die ihr dann in den Kommentaren beantwortet, nämlich, aus welchem Bundesland kommt ihr? Ich komme aus dem Bundesland Baden-Württemberg und Prolektron, du brauchst jetzt die Antwort nicht schreiben. Ich weiß, woher du kommst, also von dem her Spaß dir einfach. Ja, das war jetzt gemein, ich weiß. Ah, nee, dann machen wir das, sparen wir hier. So, ich weiß, dass Prolektron aus Baden-Württemberg kommt. Mhm, genauso wie ich. Und ja, tut mir leid, ich habe jetzt dir deinen Kommentar verkürzt, aber dir fällt bestimmt noch irgendwie was ein, was du noch in das Kommentar reinpacken könntest. Also von dem her, sei nicht traurig. Lieber kleiner Prolektron. Ja, der Prolektron ist nämlich sehr klein. Ich kenne ihn persönlich, also ja... Deswegen, also, ja, es nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein paar Späßchen jetzt gerade abziehe über ihn. Dank dem lieben Prolektron habe ich nämlich einen, Skype-Virus bekommen. Mhm, Prolektron, schäm dich. Und, das war nicht gerade toll. Und, ja, schäm dich, Prolektron. Nee, also, er ist schon voll okay, der Prolektron. Also, deswegen seid nicht sauer auf ihn. Und ja, wow, Essen wäre vielleicht ganz angebracht. So, es ist alles dieselbe Höhe, das heißt, ich kann jetzt hier auch loslegen mit dem hier. Jupp, und wupp. Und da hinten kommt die Dingsens hin, das heißt, ich mache jetzt einfach mal das da. Ja, aus welchem Bundesland kommt ihr? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch den Stadtnamen dazu schreiben. Oder, warte mal, wie habe ich das da drüben gemacht? Habe ich das ganz oben platziert oder unterhalb? Ja, oh Mann, jetzt, ja, unterhalb. So, ein Geländer brauche ich hier nicht hinmachen. Ich meine, ich falle da ja nicht runter. Ja, ich falle nicht runter. Oh, scheiße. Ja, das war Absicht. Ihr habt es alle, ihr habt es gut erkannt, dass es Absicht war. Ja, so. Wupp, wupp. So. Oh, nee, ich mach's lieber hier von unten. Ne? Da geht's besser.
so, so, so und so. Nice, dann haben wir hier den zweiten Turm fertig. Können wir auch hier hochgehen und sagen, hallo du auf dem anderen Turm, ich schieß dich ab. Bumm. Getroffen. Mal gucken, ob der Pfeil da auch wirklich angekommen ist. So kann man nämlich viel schneller Botschaften verschicken. So, er ist angekommen. Wie genial, ne? Dann müssen wir jetzt hier den zweiten Turm noch fertig bauen. Das heißt, einmal das da und auf dieses einmal das da kommt einmal das da. So, nice. Dann können wir auch hier den Boden reinzimmern. So, nein, da nicht. Einfach mal das und das. Das reicht noch für den Turm, glaube ich. So, nein! Ach Mann, das ist doch so ärgerlich. Huch. Und jetzt kommt da noch eine Schippe drauf. So. Ja, jetzt geht's gerade dem Server ein bisschen zu schnell anscheinend. Deswegen meint es jetzt auf einmal rumlegen zu müssen. Beruhig dich mal wieder. Ist alles okay? Na toll, ey. Hallo. Es ist wirklich alles okay. Moment, kurz Fraps stoppen. So, kurz Fraps gestoppt und geht's jetzt wieder? Hallo? So, Alter, jetzt hat's die ganze Zeit so gut geklappt. Das liegt am Server, nochmal Frap. So, jetzt geht's aber wieder. Das, ach, immer diese kleinen Aufhänger, die einem sowas von auf den Keks gehen. So. Und so, dann haben wir hier nämlich den zweiten Turm auch schon so gut wie fertig. Hier runterspringen und einmal das... Nein! Wieso? Die suchen sich's doch immer aus, so wie es mir nicht passt, machen sie es dann. Das ist doch einfach nur typisch. Nein. So. Dann kommt hier die Treppe hin, die Leiter und da. Kommt mir das so hoch vor oder ist es wirklich so hoch? Okay, es passt und da kommt dann, na toll, ich hab's wieder versaut. Hier muss nämlich das hier hin und dann das da. So, dann kommt dort oben der letzte Sand hin. Und hier fehlen dann noch Fackeln. Ich habe ja zum Glück immer eine dabei. Dann kommt hier oben eine hin ins Eck. Alles wunderbar ausgeleuchtet. Terettetet. Dann kommt da noch eine hin. Ja, ich gucke jetzt mal so, dass alles ein bisschen ausgeleuchtet ist. Da brauche ich nicht mehr ausleuchten. Dann packe ich da noch eine hin. Und da drüben der Turm ist auch ziemlich leer. Dann kommt da noch eine hin. Und oben auf dem Turm. So, nee, da muss ich dann keine mehr hinmachen. So, jetzt fehlt natürlich noch die Verbindung nach da drüben. Und dann haben wir unsere Sandburg so gut wie fertig. Müssen wir halt eben noch hier unten, ne, ein kleines Häusli bauen und vielleicht ein kleiner U-Bahn-Schacht oder sowas. Oder vielleicht legen wir einen Weg mit Erde. Wir haben ja da hinten, glaube ich, eine kleine Höhle. Vielleicht bauen wir in die kleine Höhle da eine Minecart-Strecke und dann kommt man mit einem Fußweg hier hin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Ich finde sie auf jeden Fall geil. Ja, ist auch meine Idee gewesen. So, ja, das war's an sich schon mit dem Let's Play. ja, gut. Lass mal kurz überlegen. Nee, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede die Lags auf jeden Fall mal. Wie sie immer kommen, wenn man sie nicht braucht, ohne Witz. Und an die Leute, es liegt nicht an der Sichtweite. Die Sichtweite ist schon so weit unten, wie es geht. Also ich werde nicht weiter runtergehen, weil ich es einfach nicht einsehe. Es liegt nicht am Texture Pack, es liegt entweder am Server oder Fraps meint halt eben, es muss rumspacken. Ihr habt die letzten paar Aufnahmen gesehen, da hat es wunderbar geklappt. Also es, ja, ist wie eine Frau, hat manchmal halt seine Tage. Egal, ciao, bis zum nächsten Mal.